Hey ho, meine Lieben. Black Angus Steaks vom Anzündkamin Oberhitzegrill. Ja, das machen wir heute. Dazu noch ein paar Folienkartoffeln, die kochen gerade vor. Aber kommen wir schnell mal hier zu diesem Oberhitzekamin. Profi-Grill steht drauf. Habe ich damals auf GMF von Core Heaven, so nennt er sich, auf YouTube geschenkt bekommen. Ja, und jetzt ist es endlich mal soweit, dass wir hier mal Steaks draufhauen. Sind ganz einfache. Die waren damals in unserem Black Angus Paket drin und ja, gehen wir rein, schauen wir sie uns an und was wir mit den Kartoffeln machen, wie wir die machen. Drinnen, auf geht's. Kartoffeln sind vorgekocht, das machen wir uns einfach wirklich einfach, ganz einfach, mega einfach. Nehmen wir uns bloß jeweils ein Stück Alufolie, wickeln die Kartoffel einmal ein. Und fertig, mehr ist es nicht. Fertig. Also, man kann natürlich auch die Kartoffeln gleich noch einschneiden, kann ein bisschen Butter mit reintun oder Salz, aber ich mache das so jetzt ganz einfach. Und wer jetzt plärrt oder heult wegen Alufolie, ist mir wurscht. So, die gehen so mit raus und dann holen wir uns mal die Steaks her. Und die kamen eben so wie sie sind aus unserem Fleischpaket raus. Sind zwar nicht gerade schön extrem dick, aber naja, es sind Steaks. Und die werden wir nachher auf dem Holzkohle-Oberhitzegrill ja, draufschmeißen. Aber jetzt Kohlen glühen schon, tun wir erst einmal die Kartoffeln drauf auf den Grill. Also so jämmerlich ist es jetzt heute auch nicht, dass gleich der Himmel anfangen muss zu weinen, wenn ich zum Grillen anfange. Kohlen wieder im hinteren Bereich, also sprich vorne indirekt. Ja, und da schmeißen wir jetzt ganz einfach noch unsere Kartoffeln rein. Und da bleiben die jetzt erst einmal liegen. Und dann, kurz bevor sie fertig sind sozusagen, kleineren können wir hinten hin tun, können wir dann ja, unseren Anzündkamin Oberhitzegrill anfeuern und unsere Steaks draufhauen. Die Steaks werden wir nachher noch vorher salzen, kurz bevor wir sie drauf tun, und die Kartoffeln essen wir mit Tzatziki, was Schatz noch mitgebracht hat, und beziehungsweise mit Butter und den Kräuterbutter vom Beef Buddy. Bevor ich jetzt hier die Kohlen anzünde, muss ich dazu noch was sagen. Ich weiß nicht, ob er diesen Dirk Bach-Verschnitt aus der Lausitz kennt. Tax World oder so ähnlich. Bruder Tack, ja, so nennt er sich. Der hat Kohlen getestet. Also das waren schon so richtig schöne Brocken. Und der war nicht fähig, das Beilagenblatt zu lesen und hat die einfach von oben angezündet. Dabei ganz normal Anzündkamin von unten anfeuern und dann brennen die wunderbar. Und das machen wir jetzt. Tja, Taki, du brauchst normale, schöne Baumwollanzünder, ein ordentliches Feuerzeug. Dann zündest du es an und einen Anzündkamin einfach draufstellen. Und dann brennen die Kohlen wunderbar, ohne ja, diesen Rauch- und Feuereffekt, den du gehabt hast. Also, keine Ahnung, was der da wieder gehabt hat. Egal. Lass mal durchfeuern und dann hau mal die Steaks da drauf. Kartoffeln sind so circa eine halbe Stunde jetzt schon im Grill. Die drehe ich jetzt mal schnell um, also andere Richtung. Ja, und wenn wir mit den Steaks fertig sind, gehen wir davon aus, dass die Kartoffeln auch gut sind. Der Anzündkamin ist gleich soweit. Jetzt tun wir schnell noch unsere Steaks durchsalzen. Einfach ordentlich Salz drauf und gut ist. Also, dass die Dinger innen noch rosa bleiben, das wage ich stark zu bezweifeln.
Dazu bräuchte man Steaks und keine Fleischlappen. Die Dinger sind wirklich nicht sehr dick. Also werden die auch ruckzuck fertig sein. So, und das letzte noch schnell. Und dann können wir schon rüber gehen und die ja draufhauen. Jo, dann wollen wir mal. Also eigentlich macht man das ja nicht beim Oberhitzegriller, aber ich möchte das Ding jetzt einmal ganz kurz aufheizen, weil das ja eigentlich noch fabrikfrisch ist. Sozusagen ein klein bisschen abbrennen. Das soll schon reichen, weil der Hitze Wasser rauskommt. Dass uns da jetzt natürlich ein bisschen Asche runterfällt, ist ganz klar. So, jeweils immer eins drauf. Ja, und dann gucken wir mal, Leute, oder? Ja, es wird schon. Und den ganz großen Schweißlappen, Fleischlappen habe ich jetzt gerade noch in den Grill reingeschmissen. Einfach, dass wir ja auch schneller fertig werden. Aber ihr seht, auch dieses Teil hat Bums. So, jetzt lege ich den auf die Seite und hole gleich noch den nächsten Lappen. Den kriegen wir jetzt auch noch mit drauf schon mal. Und was macht der Große auf dem Grill? Im Prinzip genau dasselbe. Bloß eben, dass da die Kohle von unten liegt. Den legen wir jetzt noch mit dem indirekten Bereich derweil auf den Grill. Dann warten wir, bis die Lappen soweit fertig sind. Es dauert bedeutend länger als von meinem Oberhitzegrill. Und man hat immer wieder Asche drauf. Naja, gut. Dreck macht Speck, oder wie heißt es? Kann man ja abklopfen, kein Problem. Selber mal nach. Jo, gleich sind wir soweit und bis das soweit fertig ist, holen wir gleich den Rest von der Kugel runter. Sprich unsere Kartoffeln. Das war das Steak, was noch indirekt gelegen ist. Das war das, was ich direkt auf der Kohlen gemacht habe. Sieht schon mal ganz anders aus. Dann hole ich noch das andere schnell her. Das wäre dann das dritte, was auch noch auf dem Oberhitzegrill war. Also man sieht schon, dass es ja von der Färbung her anders ist. Und ja, gehen wir rein, tun wir essen. Also das dicke haben wir jetzt tatsächlich so hingekriegt, dass innen noch schön rosa ist. Bitte schön, mein Schatz, das hat die sich geschnappt. Danke. Das ganz dünn, kleine hier. Ja, das war noch indirekt auf dem Grill gelegen. Das ist durch.
aber schmecken tut gut. Und das, was direkt auf der Kohle gelegen ist, ist natürlich auch voll durch. Aber schmeckt geil. Mach du mir noch ein Stück Butter, bitte. Ja, drei Kartoffeln. Die Folie können wir wegtun. Dankeschön. Jetzt einfach Butter drüber. Jede Menge und das reichlich. Na, komm her. Kräuterbutter, verdammt, der ist ja noch nicht einmal offen. Schwein. Black Angus, Patricia, Black Angus. Also ich muss sagen, mit dem Kräuterbutter, das schmeckt mal richtig geil. Also an das Steak haben wir jetzt nicht einmal einen Pfeffer drauf. Lecker. Wirklich lecker. Ja. Liebe Grüße an Koa. Machen wir nachher im Fazit. Rest mit der Kartoffel noch mit dem Tzatziki und fertig. Aber jetzt tue ich erstmal essen, bevor es kalt wird. Es war sehr, sehr lecker. Fein! Sehr lecker. Oh, lecker, schmeckt fein. Also das passiert selten, dass ich die Mädels nicht einmal auffordern muss zum Fazit. Von der Saskia kriegt man übrigens kein Fazit mehr. Die ist schon zu Hause. Die wollte unbedingt jetzt noch den Rest der Corona-Zeit zu Hause bleiben oder nach Hause fahren. Eigentlich ein Witz, erst hier, dann da, aber kann man nichts machen. Egal, wir sind wieder zu dritt. Ja, Essen war gut, Essen war lecker. Folienkartoffeln auf die einfachste Art und Weise vorgekocht und dann einfach in der Folie auf den Grill geschmissen. Die haben außen auch noch so leichte braune Folienkartoffel-Grillflecken bekommen. Also hat wirklich sehr gut geschmeckt. Die Fleischlappen, also die Steaks, muss man so hinnehmen. War wie gesagt in diesem kompletten großen Black Angus Fleischpaket drin. Aber war lecker, lecker. Waren sie. Waren, ja. Waren echt lecker. Waren sehr gut gemacht auf diesem Grill. Liebe Grüße an Koa. An Koa, ja. Hallo Koa, liebe Grüße. Jo. Also es funktioniert, das Teil. Ob man es jetzt unbedingt braucht, ich glaube nicht. Besonders nicht, wenn man einen anderen Oberhitzegrill hat. Aber die Idee ist neckisch. Die Idee ist neckisch, jawohl. Aber ich persönlich würde mir jetzt so ein Ding nicht kaufen. Dann lieber einen normalen Oberhitzegrill. Oder weiterhin auf der Weberkugel. Obwohl es man wirklich gemerkt hat, Hitze von oben war es wesentlich saftiger als, ich sage jetzt fast einmal, die Schuhsohle, was komplett auf dem Grill gelegen ist. Also den Unterschied hat man definitiv gemerkt. Und ja, wenn das Video Spaß gemacht hat, Däumchen nach oben, würde mich freuen. Abo für die, wo noch kein Abo haben, würde mich auch freuen. Ja, und ich würde sagen, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Gucken wir, was wir machen. Ich weiß es noch nicht. Ciao, Kakao. Wieso eigentlich immer Ciao, Kakao? Weil es so ist. Ciao, Kakao.
sicher liefern darf. Gleich 7:30. Ich würde sagen, es ist Zeit zum Essen.